So Leute, da sind wir wieder zurück. Juhu, in der letzten Folge haben wir hier unseren Geschäftspenner kennengelernt und hier hatten wir sonst soweit nichts. Mit ihm haben wir ja geredet, von ihm haben wir ja auch bekommen. Wir könnten eigentlich mal versuchen, was ich mir nämlich gerade noch gedacht habe. Wir haben doch hier ein Thunfisch-Sandwich. Vielleicht können wir ja unseren den kleinen Knuffelwuffel hier mit bestechen. Das behalte ich lieber. Okay. Das ging nicht. Das war mal gucken, was man hier vielleicht noch machen können. Das macht keinen Sinn. Ja, aber man kann es ja mal ausprobieren und testen. Können wir damit was machen? Hey, da mache ich doch alles dreckig. Das kann ich nicht rasieren. Wollten wir ja auch nicht. Das kann ich nicht rasieren. Können wir eigentlich unseren Herrn hier rasieren? Das war ein Geschenk. Es wäre unhöflich, es einfach zurückzugeben. Wir wollten ja nicht zurückgeben, wir wollten rasieren. Aber mit ihm können wir hier leider nichts machen. Da können wir auch nichts. Müllcontainer. Ein stinkiger Müllcontainer. Da fasse ich bestimmt nichts an. Okay, dann versuchen wir es vielleicht mal mit unserem Entengriff. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Okay. Geht nicht. Dann versuchen wir es hier mit. Das macht keinen Sinn. Ja, war ja nur so gefragt, ne? Gut, dann können wir, glaube ich, hier aber nichts mehr machen, ne? Nee, ich glaube nicht. Den Hund festkleben ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Eine Fernbedienung brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Komm, dann gehen wir mal weiter. Gucken mal, was wir hier haben. Wir haben hier auf jeden Fall die Tauben. Wir haben hier nochmal Müll. Wir haben hier einen Fremden. Und wir versuchen mal vielleicht. Scheiß Flugratten. Ach komm. Damit ich mir die Tollwut hole? Nee, lass mal. Können wir der vielleicht einen Sandwich schenken? Hier. Das ist einfach nur dumm. Ach, wieso? Dann gucken wir noch mal. Machen wir vielleicht mit der Ente. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Ja, gut. Nur ein Typ, der Zeitung liest, scheint voll bei der Sache zu sein. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Okay, mit ihm können wir nichts machen. Wollen wir ihm vielleicht noch eine Zeitung andrehen? Die will doch keiner haben. Gut, er will sie auf jeden Fall nicht haben. Wäre ja noch eine Idee gewesen, ne? Ihm was zu schenken. Wollen wir sie ihm fettiges Papier? Rasierklinge, wollen wir ihm. Das behalte ich lieber. Okay. Treppenhaus ist jetzt im Moment, glaube ich, auch keine so gute Idee. Ich durchwühle keinen Müll. Nicht mehr. Nichts von Interesse. Das wissen wir doch noch gar nicht. Das macht keinen Sinn. Okay. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Geschlossen. Geschlossen. Wollen wir mal gucken, ob wir da vielleicht mit unserem Draht was erreichen können? Das macht keinen Sinn.
Doch, es hätte Sinn gemacht. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Immer nur Tauben, Tauben, Tauben. Scheiß Flugratten. Scheiß Flugratten. Ja. Scheiß Flugratten. Scheiß Flugratten. Hier haben wir sonst nichts. Dann gucken wir mal weiter. Nichts für mich drin. Nichts für mich drin. Scheiß Flugratten. Scheiß Flugratten. Hier können wir sonst nichts. Die Tür. Weißt du nicht, wie eine Tür aussieht? Doch. Nichts für mich drin. Okay. Jetzt haben wir hier noch einen Typ sitzen, der sieht auch ziemlich mitgenommen aus. Hm. Gucken wir mal. Sieh an, noch so eine verlorene Seele. Was ist los, Kumpel? Du siehst ziemlich fertig aus. Alles furchtbar. Sklaven werden besser bezahlt als ich. Eigentlich habe ich heute frei und ich muss mich mit jedem schwachsinnigen Vollidioten auf dem Planeten rumschlagen. Außerdem werde ich gefeuert, wenn ich bis zum Wochenende keinen dicken Fisch an Land ziehe. Hey! Willst du vielleicht ein Set Wonder-Matic-Produkte kaufen? Unsere Technologie ist auf dem neuesten Stand. Nein, also, sorry, aber ich habe kein Interesse. Pass auf, ich bin spät dran und dem Gejammer von Wildfremden zuzuhören ist gerade nicht drin. Und was das tatsächliche Helfen angeht, Verstehe. Na gut, dann einen schönen Tag noch. Sieh sich einer den Hundeblick an. Jetzt tut er mir schon irgendwie leid. Ja. Wollen wir ihm eine Zeitung schenken? Die will doch keiner haben. Okay. Wollen wir mal gucken? Das ist der Geldbeutel von meinem besten Freund. Den sollte ich zurückgeben. Ja. Ich dachte nur, vielleicht könnten wir da mal irgendwie was mitmachen. Aber können wir nicht. Fernbedienung. Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Einfach so, mal auszuprobieren. Tauben können wir ja nichts mitmachen, ne? Glaube ich. Nee. So, komm, dann gehen wir mal erstmal weiter. Wir gucken einfach erstmal, wie es hier unten aussieht. U-Bahn. Wir sind in der U-Bahn-Station. Fahrkartenautomat. Shit. Er ist defekt. 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 Können wir da vielleicht ein bisschen was machen? Das macht keinen Sinn. Okay. Das muss für Notfälle sein. Okay. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Ja, klar. Kein Notfall. Ich wollte nur sagen, was für ein schöner Tag heute ist. Hat Ihnen jemals jemand gesagt, dass Sie wie die Meerhexe aus die kleine Meerjungfrau aussehen? Ich brauche sofort medizinisches Equipment. Dieser Mann verblutet. Tut mir leid, ich bin gerade echt beschäftigt. Wenn da alles voll Blut ist, machen Sie es doch bitte sauber, bevor Sie weggehen. Ist ja eine reizende Dame, ne? Nur eine Mülltonne. Da finde ich sicher nichts Interessantes drin. Nichts von Interesse. Okay. Sieht aber so aus, als wenn da was wäre. Zutritt verboten? Mann, jetzt will ich erst recht wissen, was da drin abgeht. Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Okay, Betty. Quatschen wir mal mit Betty. Erst mal sehen, ob ich genug Geld habe.
Erst mal sehen, ob ich genug Geld habe. Ich schaue gern Leuten bei der Arbeit zu. Okay, haben wir denn genug Geld? Wir haben ja im Moment überhaupt kein Geld, ne? Alles klar. Danke, Matt. Jetzt habe ich etwas Kohle. Okay. Und dein Ehering. Oha. Ach so. Also wir haben jetzt ein bisschen Kohle. Wir haben einfach das Geld aus seinem Portemonnaie genommen. Gut. Können wir jetzt Betty bestechen oder so? Oder eine Fahrkarte kaufen oder irgendwas? Ein Ticket bitte. Aha, 6 senkrecht. Entschuldigung, aber ich hab's irgendwie eilig. Ich komme zu spät zur Arbeit, wissen Sie? Waagerecht, 3 Buchstaben, Bauernhoftier. Scheiße, Entschuldigung, könnte ich bitte ein Ticket bekommen? Einen Augenblick bitte, ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Bleiben Sie dran. Sagte sie gerade, ich soll dranbleiben? Mit dem Gameboy. Ein U-Bahn-Ticket, bitte. Ein U-Bahn-Ticket, bitte. Ein Ticket. Ich kümmere mich sofort um Sie, Sir. Bitte bleiben Sie dran. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Spitz. Es ist also einer dieser Tage, ja. Gott, ich sollte heute nicht mehr bei der Arbeit sein. Eigentlich schon, aber ich will nicht. Alles, was ich will, ist ein verfluchtes Ticket. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, 6 Buchstaben. Was? Entschuldigung, wissen Sie, ob das Glas hier kugelsicher ist? Buchstaben senkrecht. Fängt mit I an. Inadäquat oder ungeeignet für einen bestimmten Zweck. Danke für Ihren Anruf und wir bitten um Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten. Hey, hey, Moment. Legen Sie ja nicht auf. Wagen Sie es nicht aufzulegen. Sie hat aufgelegt. Die blöde Kuh hat einfach aufgelegt. Kuh. 5 waagerecht Bauernhoftier. Vielen Dank. Ich schätze Ihren Trick ganz und gar nicht, Ma'am. Ich schätze Ihren Trick ganz und gar nicht, Ma'am. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Was für ein Anruf? Es gibt keinen Anruf. Bitte bleiben Sie dran. Töte mich, oh Gott, töte mich hier und jetzt. Entschuldigung, wissen Sie, ob das Glas hier kugelsicher ist? Entschuldigung, wissen Sie, ob das Glas hier kugelsicher ist? Nicht? Ich wollte nur wissen, ob man es vielleicht mit einem stumpfen Gegenstand zerschlagen könnte. Oh nein, nein, bitte, haben Sie keine Angst vor mir. Für was halten Sie mich? Alles, was ich tun werde, ist Ihren Kopf abreißen, um sicherzustellen, dass Sie kein Cyborg aus der Zukunft sind, der mich fertig machen will. Cyborg, 6 Buchstaben senkrecht. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, danke. So wollen Sie also spielen, ne? Okay, letzte Chance. Geben Sie mir mein Ticket und es gibt keine Konsequenzen. Ist das Ihre endgültige Antwort? Schön. Sie sind damit auf meiner Liste. Gleich unter Lucas und Jar Jar. Und wenn Sie jemals eine Briefbombe bekommen, denken Sie an den Namen Randall Hicks. Moment, nein? Denken Sie nicht an diesen Namen, streichen Sie das. Naja, komm hier, wir müssen es nehmen. Wissen Sie was? Ich verziehe mich. Es bricht mir das Herz. Also, Betty ist eine harte Nuss, haben wir gerade festgestellt. Aber genial gemacht mit der Gameboy-Musik hier. Super genial. Ja, wir werden auf jeden Fall
sehen müssen, wie wir hier weiterkommen. Mülleimer. Hörer. Okay. Ah. Wir können einfach mal gucken. Wir können ihr ja... Vielleicht brauchen wir gar kein Ticket. Ich habe immer noch kein Ticket. Brauchen wir auch nicht. Wir nehmen den Hörer und machen dann zack. So. Ich muss mir was Besseres als das einfallen lassen. Ach Leute. Müssen uns was Besseres einfallen lassen als das. Das war doch schon richtig gut, würde ich sagen, ne? Hier so schwupp dich darüber. Oh, was machen wir denn dann? Also mit Geld kriegen wir hier aber bei ihr nichts hin. Das will sie nicht haben. Den Ehering sehr wahrscheinlich auch nicht. Wir werden mal gucken. Ich geh noch mal hin. Und machen so. Und machen mal zack. Kommen wir da. Ah, zu spät. Ach, zu spät. Machen wir nochmal. Jetzt. Und einmal. Zack. So, jetzt kann sie auf jeden Fall nicht mehr telefonieren. Der ist am Apparat festgeklebt. Genau, der ist am Apparat festgeklebt. Wenn ich nochmal mit dir spreche, könnte es hässlich werden. Okay, sie will jetzt nicht mehr. Betty. Wir machen nochmal einen Notruf. Wir machen das gleiche hier nochmal. Sie kann ja jetzt nicht telefonieren. Vielleicht geht sie dann da raus. Okay. Betty, geht's dir gut? Komm, schnell. Und zack. Stehen bleiben. Sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen Sie alle. Wirklich, hören Sie, Officer... Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Naja. Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln? Jetzt haben wir ein Problem. Also ich bin ein armer, glückloser... irischer Einwanderer. Oh, großer Gott, was soll denn jetzt nur werden? Machen wir auf Drama. Ah, es ist doch nicht mehr meine Schuld. Die Lady am Schalter, kommen Sie schon. Ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge einen Verdächtigen. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Wo waren Sie zwischen 9 und 10 Uhr morgens? Machen wir den Armen oder machen wir den... den Superhelden. Wir machen Sehen den Superhelden. Sie mir, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge einen Verdächtigen. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Wo waren Sie zwischen 9 und 10 Uhr morgens? Wirklich? Ach, ich habe schon immer davon geträumt, für den Secret Service zu arbeiten. Okay, ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Wie kann ich helfen? Ah, das hat funktioniert. Nun, das ist recht heikel. Da müssten Sie verstehen. Ich muss extrem diskret bleiben. Also, kann ich Ihnen vertrauen, Murray? Kann ich voll und ganz auf Sie zählen? Unter uns, Nun, das ist recht heikel. Das müssen Sie verstehen. Ich muss extrem diskret bleiben. Also, kann ich Ihnen vertrauen, Murray? Kann ich voll und ganz auf Sie zählen? Natürlich, Sir. Ich bin kein Idiot. Ich wurde von den Besten trainiert. Ich erwarte Ihre Anweisung, Sir.
Oh, das ist ja gut. Okay, ich verfolge einen Mutanten. Okay, ich bin ein Geist und komme zu spät zu meiner eigenen Beerdigung. Die Mausmenschen erheben sich wieder aus den Tiefen. Ja gut, was wollen wir denn machen? Okay, ich verfolge einen Mutanten. Sie wissen schon, einen dieser Freaks, die die Welt vernichten wollen. Hey, nicht alle von denen sind bösartig. Professor Xavier leistet großartige Dinge. Er bildet sie aus und bringt ihnen bei, ihre Kräfte zu kontrollieren. Reden wir da gerade wirklich drüber? Hey, du hast damit angefangen. Du gehst nirgends hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Na super. Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Mary lesen gelernt hat. Vergiss es, ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich es heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Ja, Leute, wir sind hier. Wir müssen erstmal Officer Murray jetzt überreden. Wird eine schwierige Aufgabe werden, vermute ich einfach mal. Aber Leute, wir werden jetzt an dieser Stelle wieder eine kurze Pause machen und werden uns dann wiedersehen. Ich bin gespannt, er wird sich dann auch freuen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, bis dann. Tschüss.